Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, zwei Vorbemerkungen. Zum einen, Herr Aumer, das hört er nicht zu, doch. Herr Aumer, wenn Sie das Thema verdeckte Armut ansprechen, verdeckte Altersarmut und Schritte anmahnen, sich auch diesen Problemen zuzuwenden, so sprechen Sie sicherlich ein relevantes Thema an. Das ist nur nicht Gegenstand dieses Gesetzentwurfs, sondern dieser Gesetzentwurf ist jetzt nicht dazu gedacht, das Sozialrechtssystem umzupflügen, obwohl wir eine wichtige, da komme ich nachher drauf, strukturelle Änderungen auch vornehmen, sondern das sind vorwiegend, das wissen Sie auch, rechtstechnische Anpassungen, damit das Entschädigungsrecht, das, wie Sie richtig festgestellt haben, über die Fraktionsgrenzen gemeinsam beschlossen worden ist, damit das am 1. Januar 2024 in Kraft treten kann. Also da würde ich mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir werden uns der anderen sozialpolitischen Probleme im Zusammenhang mit Altersarmut sehr wohl annehmen. Und zweite Vorbemerkung in Richtung von Takis Mehmet Ali. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie noch mal die Leistungen, die der Bund im Zusammenhang mit der Fluchtbewegung aus der Ukraine in die Bundesrepublik Deutschland, dass Sie die Leistungen des Bundes hier noch mal angesprochen haben, dass Sie die Summe von 2 Milliarden Euro hier auch noch mal genannt haben, die zur Entlastung der Kommunen auch aufgebracht worden ist mit dem Rechtskreiswechsel, mit Übernahme von Kosten der Unterkunft. Das wird ja leider in der öffentlichen Gesamtdebatte viel zu oft vergessen. Und wir werden ja auch noch mehr tun, um Kommunen zu entlasten. Und das darf hier ruhig mal festgestellt werden. Für mich allerdings und für unsere Fraktion ist jetzt nicht das Entscheidendste die rechtstechnischen Änderungen, wiewohl wichtig, und auch die Doppelleistung in den Gemeinschaftsunterkünften, sondern für mich persönlich und auch für meine Fraktion ist besonders wichtig, dass Menschen, die in der Erwerbsminderungsrente sich befinden, die als vollerwerbsgemindert gelten, jetzt erstmals rechtssicher die Gelegenheit erhalten, einen Versuch machen zu können, in den ersten Arbeitsmarkt zurückzukommen und trotzdem noch im Hintergrund die Sicherheit des Rentenrechts zu haben. Das ist eine ganz entscheidende Veränderung in unserem gegliederten und auch nun ja zum Teil versäulten System der sozialen Sicherung, so wie es gewachsen ist. Warum ist das so wichtig? Unser Recht sieht vor, dass wer dauerhaft weniger als 3 Stunden nach den allgemeinen Bedingungen des Arbeitsmarktes nicht arbeiten kann, in die Erwerbsminderungsrente kommt. Und diese Personen haben dann eigentlich kaum eine Rückkehrmöglichkeit. Aber gerade für Menschen mit psychischen Behinderungen ändert sich die Situation teilweise. Die Menschen fühlen sich wieder nach einer Zeit vielfach auch wieder in der Lage, es noch mal auszuprobieren. Sie wollen es ausprobieren. Sie wollen auch noch ihre Fähigkeiten, die sie haben. Sie wollen sie noch mal einsetzen. Und bislang ist es so, dass wenn dieses getan wird, diese Personen ihren Status als voll erwerbsgemindert und auch ihre Erwerbsminderungsrente verlieren. Das ist nicht trivial und nicht einfach. Wenn man nämlich einmal diesen Status verloren hat, weil es heißt, du kannst ja wieder arbeiten, und dann merken diese Personen, nee, ich schaffe es doch nicht ganz in dieser Art, dann ist wieder ein sehr umständliches und langes Verfahren notwendig, um wieder in die Erwerbsminderungsrente zurückzukommen. Und das hält sehr viele Menschen, die es eigentlich könnten, davon ab, den Versuch noch mal zu wagen, in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, ihren Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und auch ein Stück weit das Arbeitskräfteproblem der Wirtschaft zu mildern. Und das lösen wir jetzt ein Stück weit auf. Und das machen wir auch gemeinsam als Ampel. Das war nicht einfach, hat Jens Beek im Ausschuss auch noch mal deutlich betont. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir es auch in Zukunft möglich machen, dass insgesamt der Weg durchlässiger wird zwischen den Systemen und dass wir nicht starr Menschen sortieren in verschiedene Bereiche. Wir haben darüber hinaus noch einige kleinere materielle Änderungen gemacht, Zuverdienstmöglichkeiten in der Sozialhilfe für die unter 25-Jährigen sind angeglichen worden an das SGB II, an das Bürgergeld.
Geldwertezuwendungen werden auch nicht mehr in der Grundsicherung angerechnet. Das heißt, die Enkelin kann ihrer Großmutter einen Wintermantel schenken, ohne dass das mit der Leistung verrechnet werden muss. Das hört sich vielleicht klein an, ist aber eine konkrete Lebensverbesserung für die Person. Und wir stellen auch klar, dass die Leistungen nach dem Entschädigungsrecht dem Pfändungsschutz unterliegen. Das war auch noch mal eine wichtige Ergänzung. Wir hätten uns auch vorstellen und wünschen können, dass man die Zuverdienstregelungen insgesamt angleicht, weil viele Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner auch noch hinzuverdienen müssten. Aber es ist ja nicht aller Tage Abend. Wir haben ja noch zwei Jahre vor uns in dieser Wahlperiode. Und wir werden an diesem Komplex werden wir auch weiter arbeiten. Jetzt bin ich erst mal froh, dass das soziale Entschädigungsrecht, das Sozialgesetzbuch 14 am 1. Januar 2024 umfassend noch mal verbessert an den Start gehen kann. Vielen Dank.